Leute, selten wurde mein Postfach so viel bombardiert, wie als ich bei Matthias Meindl zum Fahrwerksservice war. Alle Sachen in Bezug auf Fahrweise, Änderungen am Fahrwerk, wie es mir bei Matthias gefallen hat und meine ehrliche Meinung auch zu dem ganzen Thema Fahrwerke, die gibt's in diesem Video. Lukas, hat der Matthias überhaupt genug Erfahrung, um Fahrwerke einzustellen? Ich meine, am Ende macht er einfach YouTube-Videos. Und was soll mir das Ganze eigentlich bringen? So ein bisschen Fahrwerk einstellen, hat das Veränderungen auf die Fahrweise? Und wenn ja, werde ich da überhaupt auch schneller oder sicherer auf der Rennstrecke unterwegs sein? Sollte ich mit meiner Yamaha jetzt lieber zu Matthias kommen oder kann ich das einfach auch in irgendeiner anderen Werkstatt einstellen lassen? Und wie war es denn jetzt nun am Ende? Ich meine, bist du jetzt schneller geworden? Hat es sich gelohnt für dich? Gib uns da doch mal unbedingt ehrliche Meinung. Ja, das waren auf jeden Fall so ein paar Fragen, die angekommen sind, als ich bei Matthias Meindl zu Besuch war. Und ich habe die natürlich alle oder musste sie alle vertrösten und sagen, ey, ich will das Motorrad erstmal 1 bis 2 oder 3 Track-Events mit dem Fahrwerk fahren, bis ich jetzt dieses Video hier drehe und euch auch ein Fazit dann gleich zum Service geben kann. Ich werde das Video so ein bisschen untermalen mit ein paar Aufnahmen zum ganzen Thema Fahrwerksservice bei Matthias und euch auch wirklich eine ehrliche Meinung geben. Einmal kurz zur Transparenz. Matthias hatte mich vor einer Zeit angeschrieben und hat mir einen kostenlosen Fahrwerksservice angeboten. Ich habe dafür nichts bezahlt bekommen, aber jetzt auch kein Geld oder irgendwas, dass ich bei Matthias das Video erstmal zur Abnahme schicken muss. Das ist wirklich 100% hier meine Meinung zu dem Thema. Ja, ich werde das Video kurz ein bisschen so strukturieren, einmal kurz was erzählen, wie das war bei Matthias, einmal mit dem Ankommen, Analyse, Umbau und. Und dann wird es jetzt auch gleich direkt ein bisschen in das Fahrerische gehen. Ich glaube, ihr habt auch schon bei Matthias auf dem Kanal das Video gesehen, wo wir alles umgebaut haben. Bei mir ist jetzt der Part, ob der Fahrwerksservice von Matthias bei mir funktioniert hat, ob ich zufrieden bin oder nicht. Ja, fangen wir vielleicht einmal schnell hier schon hinten an. Ich bin angekommen bei Matthias, wirklich sehr professionelle Werkstatt, richtig teurer Prüfstand auch fürs Federbein hat er. Da hat er wirklich gut investiert, alles sehr ordentlich, also sehr, sehr professionell auch aufgebaut. Da war ich super begeistert. Ich kannte Matthias natürlich auch schon und er wusste ja auch schon um meine Probleme. Ich bin vom Slowakiering gekommen und mein Problem war hauptsächlich, dass ich über die Zeit weniger Grip am Hinterrad hatte. Das lag aber nicht unbedingt am Reifendruck, denn der war eigentlich immer in Ordnung. Und da war ich echt mit einem großen Fragezeichen, was kann ich da machen? Also, Haupt-1-Problem, mit dem ich hingekommen bin, war Federbein bzw. Hinterrad verliert Grip über die Renndistanz. Super unangenehmes Gefühl, einfach nicht so geil. Und dazu kommt auch einfach, dass ich gerne allgemein in allen Situationen mehr Kurvenspeed haben möchte. Das ist sowohl hinten als auch vorne ein Thema. Als auch sozusagen einfach beim Rausbeschleunigen nicht mehr dann dieses Wheelie-Problem. Und mit den zwei Problemen bin ich hinten auf jeden Fall zu Matthias gekommen. Das hat er schon mal aufgenommen. Federbein wurde ausgebaut, wurde direkt gesehen. Feder ist auf jeden Fall zu weich. Wir sind von einer 90er auf eine 95er Feder gegangen und haben auch die Federbeinlänge nochmal angepasst. Das Bike also nochmal deutlich länger gemacht bzw. höher das Heck gemacht, um dann die positiven Effekte einfach zu erzielen. Übrigens an der Stelle richtig cool, dieser Leistungsprüfstand mit den Diagrammen, wo man dann auch noch beziehungsweise worauf wir dann auch noch das Shim-Setting von dem Federbein geändert haben, dass jetzt quasi jeder Klick, den ich noch verändere, auch einen richtig deutlichen Effekt hat. Wichtig ist auch, dass Matthias dafür gesorgt hat, dass das Federbein sehr harmonisch arbeitet. Sprich, bei den kleinen Bewegungen nimmt er sie sehr schön weich auf und bei den härteren regelt er dann von der Kraft nach. Ich hoffe, ich kann das vernünftig erklären. Ich bin nicht der Profi, ich vertraue auch auf Matthias, habe das nur so ein bisschen mitgenommen von dem, was Matthias mir auch erzählt hat. Also, hinten Federbein wurde mit diesen paar Tricks schon einfach optimiert. Dauert natürlich trotzdem und man braucht das Know-how dafür, aber Federbein wurde dann wieder eingebaut, hat gepasst und dann sind wir noch nach vorne an die Gabel gegangen. Vorne an der Gabel wusste ich schon selber, beim Bremsen hatte ich immer das Problem, dass sie dann doch zu schnell eintaucht und zu viel konnte ich dann nicht mehr mit der Druckstufe korrigieren. Dementsprechend haben wir da nochmal Federn getauscht, haben auch nochmal die Vorspannung justiert und Druck- und Zugstufe auch nochmal angepasst. Und vorne war gar nicht so das große Thema. Wichtig war aber, und da ist das Know-how von Matthias halt so geil, dass er selber R1 fährt, die Gabel, die ich hier habe, die Ölensgabel, die müssen wir tatsächlich einen Tick durchstecken. Somit haben wir die so ein paar Millimeter durchgesteckt. Seht ihr vielleicht auch in den Aufnahmen. Und dadurch können wir sozusagen erreichen, dass das Motorrad wieder schön auf dem Vorderrad fährt. Aber das war so das Grundsetup, was wir bei Matthias geändert haben. Und das Ganze hat tatsächlich auch ein bisschen länger gedauert. Er nimmt sich da wirklich sehr viel Zeit. Man kriegt immer so ein Formular, so ein Sheet, wo man sieht, vorher war es so. Nachher ist es so, das finde ich sehr praktisch auch für mich, dass ich dann immer wieder gucken kann, wenn ich bei der Strecke ein paar Klicks verändere, dass ich immer wieder zum Basis-Setup herauskommen kann und Matthias ja auch weiß, was ich am Ende fahre. Richtig cool fand ich übrigens auch, dass Matthias bzw. einfach
seine ganze Firma eigentlich zu jeder Zeit erreichbar ist, gerade natürlich tagsüber, wenn man auf der Rennstrecke ist, Probleme hat. Ich hatte natürlich jetzt direkten Kontakt mit Matthias, da konnte ich dann immer wieder Feedback einholen und er hat mich auch gefragt, wie schaut es bei dir aus, fasst das, funktioniert das, bist du zufrieden? Wirklich, da muss ich sagen, sehr, sehr toller Kundenservice und das war es eigentlich schon vom Umbau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Rennstreckenanalyse. So, meine Rippe ist leider immer noch gebrochen, deswegen setze ich mich mal lieber ein bisschen hin. Sorry übrigens auch, dass die 1 hier so komisch steht und ja, noch ein bisschen kaputt ist. Dazu kommen auch noch Videos. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, hatte mit der OP ja auch am Schlüsselbein aus Ausschussleben viel zu tun. Das hatte aber ja nichts mit dem Fahrwerk zu tun, der Sturz. Dementsprechend werden wir das heute jetzt natürlich auch nicht mehr groß thematisieren. Wo fangen wir an? Also, meine Kernprobleme waren ja Grip an Hinterrad, Verlieren oder beziehungsweise Verlust des Grips, wenn er da war, am Hinterrad über Zeit. Kurvenspeed war ein großes Thema und auch tatsächlich noch das Gefühl fürs Vorderrad, da kann einfach noch mehr gehen, auch auf der Bremse. Und dementsprechend, diese Probleme sind wir oder werde ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Nach diesem Service bei Matthias war ich dann 2 oder 3 Wochen später in Moss bei den German Moto Masters und bin da wirklich rausgefahren und ich hatte zwar einen K0 drauf, also einen deutlich weichen Reifen, der da auch nicht so gut funktioniert und ich bin rausgefahren, der Reifen ist zwar aufgerissen, das lag aber mehr am Reifen und an der Strecke und nicht am Fahrwerk, aber ich hatte so viel Grip und kein Wheelie. Es war für mich unfassbar, gerade auch Aufnahmen aus Moss, die schnellen Linkskurven zum Beispiel, da blende ich euch auch mal Aufnahmen ein, wie ruhig das Fahrwerk hinten gearbeitet hat, war unfassbar und gerade auch im Rennen habe ich dann gespürt, wie viel besser oder wie gut ich einfach das Gas stehen lassen kann mit dem Grip, ohne dass ich das groß aufschaukel. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich war richtig zufrieden und es hat mir im Rennen auch tatsächlich einige Positionen und am Ende ja auch Rundenzeiten oder bessere Rundenzeiten beschert, weil ich da an Stellen Vollgas geben konnte, wo es vorher einfach nicht funktioniert hat, wo das Bike so unruhig vorher war. Also gerade schnelle Highspeed-Parts war das Fahrwerk sehr ausgewogen, sehr ruhig. Ich bin rausgefahren, erster Turn, ich habe mich direkt wohlgefühlt, habe direkt gemerkt, das Bike steht alleine ein bisschen besser noch auf dem Vorderrad als vorher, also da wirklich ein schöner Effekt. Ich konnte besser in die Kurven, auch in langsame Kurven reinfahren, auf der Bremse mit sehr viel Gefühl und konnte dann aber auch wirklich dieses nicht mehr so Gas geben, sondern ich habe wirklich sehr bam, konsequent Gas geben können. Ich habe das auch im Data Recording mir immer angeschaut. Das war deutlich besser als beim Event vorher in Most und dadurch bin ich dann auch sehr schnell konstante Rundenzeiten gefahren. Und das Thema, dass ich Grip verloren habe am Hinterrad über Zeit, war einfach auch nicht mehr wirklich da. Wenn ihr zum Beispiel das zweite Rennen im Most angucken, ich bin konstante 40er Zeiten gefahren, die ganze Zeit und das war mega geil. Also Thema Hinterrad war perfekt. Erste, zweite Kurve, gerade aus der zweiten Kurve raus, konnte ich tatsächlich im ersten bzw. mit einer kürzeren Übersetzung dann im zweiten Gang fahren. Und ich habe wirklich, ich blende es euch hoffentlich ein, ich hoffe, es ist auch so, wie ich es mich erinnere bzw. wie es sich angefühlt hat. Ich konnte, bam, Gas geben und bin rausbeschleunigt aus der zweiten Kurve mit ganz wenig Wheelie, also so, dass es perfekt ist. Und das hat mir, glaube ich, schon alleine sehr, sehr viel Zeit gebracht. Also, Wheelie-Probleme waren weg, dann Gas geben bzw. früher schneller Gas geben war auch da oder ging noch besser. Kurvenspeed war besser, wobei da werden wir gleich in Oschersleben immer noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, einfach das gesamte harmonische Fahren war top. Ich war sehr, sehr zufrieden, hatte kleine Einstellungen noch gemacht zusammen mit Matthias, einmal Druck- und Zugstufe angepasst. Sehr, sehr geil. Als zweite Referenz kann ich euch jetzt Oschersleben bieten. In Oschersleben war ich zwar ein Jahr jetzt nicht gewesen, bin aber ja da so 33er Rundenzeiten gefahren, wenn es mal gut lief. Und jetzt mit dem Fahrwerks-Upgrade nach einem Jahr, ich bin da hingekommen und ich bin direkt, klar, das liegt vielleicht auch am Ende an meinem fahrerischen Können, was einfach besser geworden ist, aber ich bin direkt rausgefahren, bin eine neue Bestzeit gefahren und bin dann ja bis zu 31 tief in Oschersleben gefahren. Und gerade Oschersleben, eine Strecke, die lebt auch vom schnellen Reinlaufen lassen und auch vom Kurvenspeed, Triple-Links-Kurve zum Beispiel. Da konnte ich wirklich super schön durchfahren und ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass ich auf dem Motorrad sitze. Es war alles so harmonisch, es hat alles das gemacht, was ich getan habe. Das klingt jetzt alles total schwärmerisch, aber so hat es sich tatsächlich auch angefühlt. Also diese Fahrwerkoptimierung hat mir so viel Ruhe im Kopf gebracht, dass ich einfach besser Motorrad fahren konnte. Ich konnte über Dinge nachdenken beim Motorradfahren, jetzt hier reinlenken, da jetzt reinbremsen, jetzt ans Gas gehen. Das konnte ich vorher nicht, weil vorher zu viel passiert ist im Bike. Es war viel unrunder. Es hat zwar auch funktioniert, aber diese
Effizienz jetzt im Fahren, es war alles weniger anstrengend, es hat alles besser funktioniert, war wirklich erst nach dem Fahrwerks-Upgrade. Ja, das war jetzt viel Schwärmen, aber es war tatsächlich einfach so und es ist meine ehrliche Meinung. Ich bin top zufrieden mit dem Service von Matthias und würde auch, wenn ich eine neue R1 mir hole oder ein neues Fahrwerk hole oder was auch immer, oder ich einfach noch Probleme habe, immer wieder zum Matthias zurückkommen, denn das war ein sehr toller Service. Super viel Erfahrung. Er hat super viel Erfahrung mit R1en. Ich weiß es jetzt nicht, wenn ihr eine ZX-10R fahrt, wobei die ist er ja auch schon gefahren, ob er das jetzt bei jedem Bike so gut und perfekt machen kann. Aber der Service und dann auch einfach der Austausch zwischen Fahrer und dem Fahrwerksservice hat super funktioniert. Da kann ich wenig meckern. Ich bin sehr zufrieden. Mir hat das tatsächlich einige Rundenzeiten, bessere Rundenzeiten gebracht. Und nächstes Jahr wird damit natürlich auch wieder angegriffen. Also, jetzt geht es bald um den Sturz in Oschersleben. Was ist passiert? Wir werden auch schnelle Rundenzeiten in Oschersleben nochmal sehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ein bisschen technischeres Video, mal anders, mit trotzdem ein paar Einblendungen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, falls ihr vielleicht auch schon bei Matthias wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.